Das ist im Matthäus-Evangelium, schon bei Teil 101, ich war selber überrascht, aber die Zeit läuft einfach dahin. Und wir kommen jetzt heute zu Kapitel 15, vom 29. bis 31. Vers. Jesus zog von dort weiter und kam an den See von Galiläa. Und er stieg auf den Berg und setzte sich dort. Es kamen große Volksmengen zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich. Und sie legten sie zu Jesu Füßen und er heilte sie, sodass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen, Blinde sehend wurden und sie priesen den Gott Israels. Es ist ein ganz, ganz zentraler Punkt von der Bibel her. Viele Leute sagen, wir sind bibeltreu, wir halten uns an die Bibel. Das sagt zuerst mal gar nichts. Sondern die Heilige Schrift ist ein organisches Ganzes von Gott gegeben und sie hat Regeln. Und wenn man sich an diese Regeln nicht hält, dann kann ich aus der Bibel jede Lehre, die mir gefällt, die meinem Verstand entspringt oder aber auch die Religion entspringt, die Tradition entspringt, kann ich jede Lehre lehren. Ist überhaupt kein Problem. Einmal sagt Paulus im 2. Timotheus 2, Vers 15, ganz sachlich, teile das Wort der Wahrheit recht, das heißt, schneid es auseinander. Und jetzt ist einfach so, manche sagen, das ist ja kompliziert, es ist vollkommen unkompliziert und völlig einfach. Man muss in der Bibel nur genau lesen, was da steht, wo es steht, in welchem Buch es steht, in welchem Zeitalter es steht, man muss nur genau aufpassen. Ich möchte uns zu Beginn, das steht jetzt nicht auf dem Zettel, aber einfach, das ist für mich immer die Bibelstelle, die eigentlich alles schlüsselt. Und da ist jetzt Matthäus wieder ein ganz wichtiges Buch. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, da steht Chronos, also der Zeitablauf, also wirklich die Zeit, die Gott vorhergesehen hat. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Nochmal, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wenn ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft Abba Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Es gibt ganz zwei entscheidende Blöcke in der Heiligen Schrift, das ist einmal das mosaische Gesetz, und das zweite die Erlösung. Und die Bibel sagt jetzt hier glasklar, also da braucht man keine Theologie, muss nur genau lesen, was hier steht. Sie sagt glasklar, hier ist praktisch das ganze Wirken Jesu bis zu der Erlösung unter dem mosaischen Gesetz. Das heißt natürlich, wenn wir jetzt Matthäus Evangelium 15 ansehen, sind wir in einer Situation, wo Israel noch unter dem mosaischen Gesetz war. Der Jesus, als der Messias kommt, um dieses mosaische Gesetz vollständig und radikal und total zu erfüllen. Interessant ist, wenn man der Jesus beobachtet, er hat zum Beispiel nie das mosaische Gesetz gebrochen, nie gegen das mosaische Gesetz verstoßen. Er hat aber immer gezielt und fast provokativ gegen die Überlieferung der Alten, gegen die Traditionen letztendlich, die hat er gebrochen mit Absicht. Und wir müssen uns einfach nüchtern, sachlich vorhalten. Hier sind wir noch im mosaischen Gesetz. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich diese Dinge gar nicht einhalte und das gar nicht beachte, kann ich aus der Bibel alles lehren. Also mit der Bibel kann man alles belegen. Ist überhaupt kein Problem. Sobald ich mich aber in die biblischen Regeln halte, dann geht das alles nicht mehr. Und zwar, hier zum Beispiel haben wir eine ganz nüchtern, sachliche Situation. Wir sind unter mosaischem Gesetz, der Jesus ist auf der Erde, er war noch nicht am Kreuz von Golgatha. Nachdem er am Kreuz von Golgatha war, sein Blut vergossen hat, gestorben ist, ins Totenreich ging, auferstanden ist, die Himmel durchschritten hat, sein Blut auf der Sühnedeckel in der himmlischen Stiftshütte, in der Bundeslade gesprengt hat, war die Erlösung, wird in 3. Mose 16 beschrieben, eingehend, fertig, die war erledigt. In dem Moment geht er wieder zurück in diese Lichtwelt beim Vater, wo er vorher war, wo niemand war außer dem Vater und dem Sohn, wo es keine Zeit gibt, ein vollkommen für uns unvorstellbarer Zustand, und setzt sich zur Rechte des Vaters und damit zeigt er körperlich an, es ist vollbracht, es ist nichts mehr zu tun. Die Erlösung ist vollständig fertig.
Und jetzt muss man einfach das nüchtern sachlich sehen. Wenn jetzt hier das kommt, dann kommen die Leute zu mir und sagen, aber hier, der Herr Jesus heilt doch alle Kranken. Es steht doch in Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Krankheiten. Wisst ihr, das sind lauter Dinge, ich will es nicht übertreiben, aber es sind einfach Leute, die haben die Bibel nie genau gelesen. Natürlich ist Gott allmächtig, natürlich ist der Herr Jesus der große Erlöser. Er kann jede Krankheit heilen, wenn er will. Aber hier, wo diese ganzen Dinge ablaufen, sind wir unter dem mosaischen Gesetz. Wir, die Gläubigen, sind nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz. Römer 7, 4 steht, ihr seid dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Das heißt, in dem Moment, wie ich durch die Wiedergeburt in den Leib Christi hineingetauft werde, bin ich tot fürs Gesetz. Also das mosaische Gesetz hat mir nichts mehr zu sagen. Römer 10, 4, Christus ist das Ende des Gesetzes, jedem Gläubigen zur Gerechtigkeit. Er hat das Gesetz erfüllt und in dem Moment, wie das kommt, was der entscheidende Punkt ist, nämlich der Geist der Sohnschaft, haben wir gerade gelesen im Galater, mit der unser Herz hineinkommt, derselbe Sekunde bin ich tot für das mosaische Gesetz. 1. Timotheus 1, 8 und 9 sagt, es gibt für den Gerechten, für den Geretteten, für den Wiedergeborenen kein Gesetz, sondern für die Ungläubigen. Das ist ganz wichtig, das mosaische Gesetz gilt nur für die Gläubigen nicht mehr. Aber für die Ungläubigen ist es weiterhin das Strafgesetzbuch, nach denen Gott sie richtet. Ich kann jedem Mensch, der nicht bekehrt ist und bestimmte Sünde begeht, kann ich mosaische Gesetz aufschlagen, 3. Mose, und sagen, guck her, aufgrund deiner Sünde bist du ein Kandidat des Todes. Wenn du dich bekehrst, wirst du A, verloren gehen, oder B, wird dich Gott sogar zu Lebzeiten töten. Das ist das Gesetzbuch. Wisst ihr, aber hier, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, also gut, jetzt steht in Matthäus 15, 29 bis 31, er hat alle geheilt, jetzt muss er mich heilen. Das möchte man angucken, damit man das versteht. Also nochmal, Galater 4, ab 4 beginnt schon bei 1, zeigt das ganze heilsgeschichtliche Umfeld. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem wichtigen Punkt, 1. Korinther 1, 22. Die kranke Heilung fällt auch unter die Zeichen und Wunder. Da steht 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Also nochmals, auch das, was bestimmte charismatische Kreise machen, dass sie einfach hingehen und sagen, komm zu Jesus, erhalt dich, gell? Lass die Leute mit Rollstühle reinfahren und die gehen dann bitterbös enttäuscht wieder raus, weil eben nichts passiert. Und zwar, das hat einen ganz einfachen Grund. Die Bibel sagt klipp und klar, Matthäus 15 war zur Zeit, als der Jesus unter den Juden war. Das ist ein ganz zentraler Punkt, das darf man gar nie unterschätzen. Als er hier war, im Endeffekt, hat er das getan, was Israel überzeugt hat. Er hat Zeichen und Wunder getan. Interessant ist, die Apostel tun zur Zeit der Apostelgeschichte auch noch Zeichen und Wunder. Bis zu dem Zeitpunkt zwei ganz große zentrale Stellen, Apostelgeschichte 13, Apostelgeschichte 18, als das Heil zu den Heiden geht. Und in dem Moment kann zum Beispiel Paulus, der mit dem Taschentuch heilen konnte, die haben gewaltigste Wunder getan, in dem Moment kann er Trophimus nicht mehr heilen, er kann Timotheus nicht mehr heilen, er kann sich nicht mehr heilen, weil dann die Zeit der Apostel, die Zeit der Zeichen und Wunder zu Ende gehen. Jetzt geht es zu den Heiden und er sagt dann, die Juden fordern Zeichen, aber wir verkündigen jetzt, nämlich im 1. Korintherbrief, und das ist nach der Zeit des Gesetzes, nämlich zur Zeit der Gemeinde, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Die Botschaft der Gemeinde ist jetzt das vollkommene Opfer. Dass Gott trotzdem auf Gebet hin heilen kann, ist unbestritten. Aber es ist nicht unsere Botschaft. Unsere Botschaft ist Christus, der Gekreuzigte. Und darum müssen wir die Stelle mit der Brille ansehen, sonst kommen wir auf falsche Gedanken. Und man sieht ja hier, sie fordern Zeichen. Matthäus 8, 1, das ist jetzt interessant, nachdem der Herr Jesus die Bergpredigt gehalten hat, das ist die Regierungserklärung fürs Reich Gottes, beginnt er sofort in Kapitel 8 und in den ersten 4 Verse, er macht etwas Ungeheures, er reinigt einen Aussätzigen. Ich will nochmal betonen, es ist kein Aussätziger geheilt worden seit der Zeit der Fertigstellung der 5 Bücher Mose. Kein Jude ist mehr geheilt worden. Der Einzige, der in der Bibel geheilt wurde, das war Naaman, das war kein Jude. Und die Juden wussten etwas von der Überlieferung. Sie wussten, wenn der Messias kommt, eines der messianischen Zeichen, das war als Tradition bei den Juden festgeschrieben, steht in der Bibel, aber man sieht es an die Reaktionen, die reagieren nämlich alle gleich, dass wenn der Messias kommt, wird er als Beweis, dass er der Messias ist, einen Aussätzigen reinigen. Und das ist das Brutale,
Du hast hier praktisch ein messianisches Wunder und Israel hat es nicht geglaubt. Das zweite messianische Wunder, das ist genauso wichtig, Matthäus 12, 22. Hier haben wir im Endeffekt einen Besessenen, der blind und stumm war. Jetzt war es so, ihr kennt es ja alle, die Geschichte. Der Jesus fragt zum Beispiel den, der mit der Legion besessen war, wie ist dein Name? Das hat einen Grund. Und zwar die jüdischen Exorzisten im Judentum, die mussten den Namen des Dämonen erfragen und nur dann konnte sie ihn austreiben. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der besessen ist und gleichzeitig stumm, dann kannst du den Namen nicht fragen. Also konnte die den Dämon nicht austreiben. Und jetzt geht der Jesus hin beim Blinden und beim Stummen und letztendlich, und er war besessen mit dem Dämon und treibt den Dämon aus, ohne den Namen zu erfragen. Und das war das zweite Wunder, wo die Juden wussten, wenn jemand das Wunder tut, er kann einen Besessener, der nicht reden kann, ohne Namensnennung befreien, ist der Messias. War schon das zweite. Und das dritte ist, Johannes 9, Blindgeborener. Jetzt hätte er immer, wenn so ein messianisches Wunder geschieht, hier Vers 23 bei Matthäus 12 heißt, und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Das ist der Titel von Messias. Sie haben sofort gesehen, das ist ein messianisches Wunder. Und bei Johannes 9 heißt es klipp und klar, als er den Blindgeborenen heilt, sowas ist in Israel noch nie geschehen. Klar, das konnte nur der Messias tun. Also er hat die messianischen Wunder getan, er hat aber auch andere Wunder getan, unabhängig von den messianischen Wunder. Bloß, Entschuldigung, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes tut der Messias keine messianischen Wunder als Zeichen. Er kann trotzdem einen Blinden wieder sehen machen, wenn er will. Aber es ist nicht mehr wie in der Zeit von Matthäus, wo das der Normalzustand war. Der Messias hat die Wunder einfach getan, es war normal. Ist nach der Ausgießung des Heiligen Geistes nicht mehr normal. Wisst ihr, darum ist es wichtig, auch wenn man Evangelien liest. Eigentlich müsstest du, es wäre mal interessant, selber eine Bibel rauszubringen und dann hinzuschreiben, zum Beispiel bei Matthäus 1, noch unter dem mosaischen Gesetz, Galater 4, 4. Und dann zu schreiben, Apostelgeschichte 2, 1, Ausgießung vom Heiligen Geist, ab jetzt kein Gesetz mehr, ab jetzt Gemeinde, ab jetzt Geistersohnschaft, ab jetzt gilt, und dann zum Beispiel Römer 7, 4, dass wir dem Gesetz getötet sind, Römer 10, 4, Christus ist das Ende des Gesetzes und so weiter. Ich habe ja mal so Blättchen gemacht, ich weiß nicht, ob man es vielleicht kopieren. Das sind ja Blätter, wo du rausschneiden kannst, dann kannst du die Bibel reinlegen. Und dann siehst du genau, wo fängt was an. Das hat einen gewissen Vorteil, weil ich das immer im Bewusstsein. Also hier haben wir jetzt Zeit des mosaischen Gesetzes, Krankheilung als Zeichen, wie es der Herr Jesus den Juden ganz normal immer getan hat. Also eine vollkommene Situation, die hier letztendlich auf die jüdische Situation zugeschnitten ist. Und was ganz wichtig ist, in Apostelgeschichte 1,1, als die Apostel einen Rückblick machen auf das Wirken Jesu, sagen sie, was er tat und lehrte. Und das ist ganz wichtig. Da Jesus tut zur Zeit des mosaischen Gesetzes, lehrt er bestimmte Dinge und er tut bestimmte Dinge. Und nach der Ausgießung des Heiligen Geistes lehrt er bestimmte Dinge und tut sie. Bloß jetzt muss man mal Israel sagen, wie lehrt der Herr Jesus nach der Ausgießung des Heiligen Geistes? 2. Petrus 3, 2 sagt, durch die Lehre der Apostel. Durch das, was er der Apostel aufgetragen hat, das heißt durch die Lehrbriefe. Da hast du jetzt die Lehre Jesu nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Wisst ihr, es sind jetzt zwei ganz einfache Dinge. Wenn man die unterscheidet, dann wirst du kaum einer Sekte oder kaum einer Verführung auf den Leim gehen. Alle Leute, die es nicht unterscheiden, die laufen, ob sie wollen oder nicht, selbst wenn sie es noch so gut meinen, die laufen letztendlich ins Messer. Wisst ihr, Luther hat uns keinen großen Gefallen getan, als er die Bibelstelle in Sprüche übersetzte, dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Entschuldigung, steht nicht in der Bibel. Gott lässt dem Aufrichtigen nicht gelingen, das stimmt einfach nicht. Sondern, dort steht, er hat für den Aufrichtigen Heil in Bereitschaft. Also der Ehrliche stimmt, den offenbart er sein Heil. Aber die Bibel sagt, das ist ganz wichtig, Offenbarung 3, Vers 8 und 10, du wirst bewahrt, wenn du das Wort Gottes bewahrst. Also Aufrichtigkeit ist zu wenig. Wisst ihr, was Aufrichtigkeit ist? Bei der Waffenrüstung nur der Gürtel. Jetzt gehst du jemand gegenüber, der ein Schwert hat, ein Schild, eine Rüstung, und der schlägt auf dich ein und du hast nichts wie einen Gürtel. Wisst ihr, was passiert?
und dann bist du weg. Aufrichtigkeit nützt nichts. Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber sie nützt im Kampf zuerst einmal nichts Entscheidendes. Sie ist wichtig, da man ehrlich aufrichtig ist. Aber ich brauche letztendlich die Waffenrüstung, Epheser 6. Da kann ich mich wehren. Da gehört dazu das Wort Gottes, Schwert des Geistes. Und da sagt klipp und klar, bewahrt die, die das Wort Gottes bewahren. Also das ist einfach ganz wichtig. Und man muss nochmal ganz sachlich das einfach feststellen, da Jesus tut in der Gemeindezeit nach der Ausgießung des Heiligen Geistes nicht mehr alles gleich, was er zur Zeit des Gesetzes und der mosaischen Gesetz tat. Wisst ihr, er hat dort zum Beispiel ganz einfach, er ist hingegangen, da kam eine Menge, hat die Kranke zu seinen Füßen gelegt, die Bibel sagt klipp und klar, er heilte alle. Im Neuen Bund, jetzt kommen teilweise die Pfingstler charismatisch und sagen, der Jesus heilt alle, aber das stimmt einfach nicht, er heilt nicht alle. Das ist das Problem. Sondern er heilt, wen er will. Wisst ihr, das sind die Teufeleien, die dann hier geschehen. Man muss hier ganz sachlich nüchtern feststellen, und zwar, wenn man hier die Bibel nicht sauber teilt und guckt, was ist mosaisches Gesetz, was ist Gemeindezeitalter, dann bringt man alles durcheinander. Und das ist ein wichtiger Punkt. Gerade wenn es jetzt um die Dinge geht, wie zum Beispiel hier Krankheilung. Was mir ganz wichtig ist, Vers 29, er ist am See Genezareth und er steigt auf einen Berg. In der schattenbildlichen Sprache, immer wenn der Herr Jesus zum Wasser geht, ist das ein Zeichen, dass er zum Völkermeer geht. Das heißt, es betrifft die Heiden. Schattenbildlich. Und jetzt zeigt er hier, er setzt sich auf den Berg. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man einfach begreifen muss, Gott offenbart sich auf Bergen. Er offenbart sich nicht nur auf Bergen. Zum Beispiel die Bergpredigt im Matthäus wird wiederholt im Lukas und dann heißt er traf sie auf einer Ebene. Und zwar, das war das ganze Gebiet vor Kapernaum. Dort hat er fast die gleiche Predigt gehalten. Aber in der Regel offenbart sich Gott auf Bergen. Zum Beispiel 2. Mose 3, da offenbart sich der Jesus im Dornbusch. Kennen wir alle. 2. Mose 19, 1-6, mosaische Gesetz, da offenbart er sich vom Berg Sinai. 2. Mose 19, die Stelle lese ich, ab 16. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen, eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Er hat sich vom Berg offenbart. Aber rauf durfte nur, in dem Fall, die von Gott auserwählten Leute, wie zum Beispiel Mose. Und das ist einfach so. Gott offenbart sich grundsätzlich auf Bergen. 1. Könige 20, 23, da sieht man dann, dass Gott sich hier nicht an, ich sag's mal, Klischees hält, sondern dass Gott souverän ist und er tun kann, was er will, obwohl er gezielt sich auf Berge offenbart, sagt hier 1. Könige 20, 23. Und zwar, die Knechte des Königs von Aram nun sprachen zu ihm, ihr Gott ist ein Gott der Berge. Die haben das auch gewusst. Die haben gewusst, dass Gott sich auf Berge offenbart. Und dann geht aber Gott hin und schlägt sie in der Talebene. Könnt ihr in Ruhe nachlesen. Also Gott kann handeln, wie er will. Aber zuerst einmal offenbart er sich auf Bergen. Und 1. Mose 22, 13, ganz wichtig. Da ist ein bisschen Verwirrung, wenn es um Israel geht, wo man redet vom Berg Zion. Berg Zion ist immer das ganze Gebiet. 22, 13, da ist er auf dem Berg Moria. Und zwar, 1. Mose 22, 2 heißt es, geh hin in das Land Moria und bring dort ein Bergopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und jetzt hast du hier letztendlich das stellvertretende Opfer, nämlich 13, ein Widder wird dargebracht und er brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Abraham nannte ihn den Ort, der Herr wird dafür sorgen. So dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Er sorgt fürs Opfer und das Opfer ist wieder auf dem Berg geschehen.
Wisst ihr, auch die Bergpredigt geschieht auf einem Berg. Er offenbart sich in der Regel auf den Bergen. Und eine ganz wichtige Sache, da kommen wir ja noch dazu, Matthäus 17, da heißt es in Vers 1, nach 6 Tagen, 6 ist die Zahl des Menschen, nahm Jesus den Petrus und führte ihn beiseite auf einen hohen Berg, Berg Tabor. Wisst ihr, für Schweizer Verhältnis ist es kein hoher Berg, aber für biblische Verhältnis ist es ein hoher Berg. Der Berg Tabor ist ein ganz schöner, steiler Hügel, gell? Also ist ein richtiger Berg. Und dort wird er ja verklärt und dort offenbart er sich. Und zwar, man muss sich das so vorstellen, ihr kennt ja alle die Geschichte der Verklärung. Was war da jetzt besonders? Die Bibel sagt, sein Angesicht wurde leuchtend wie Licht, seine Kleider wurden weiß. Ich kann mir das bloß so vorstellen, da ist überhaupt nichts passiert, als dass der Herr Jesus das, was in ihm drin war, nämlich die Fülle des Heiligen Geistes, er hat nur die Wirkung seines Körpers etwas nachgehen lassen und dann ist sofort die Herrlichkeit Gottes durchgescheint. Das sind sehr zusammengebrochen, gell, die Jünger. Und Gott redet dann und sagt, das ist mein Sohn, ihr sollt ihn hören. Am Schluss kommt ganz einfach etwas. Jetzt sind wir wieder beim Thema nach der Ausgießung vom Heiligen Geist. Sie sahen nichts als Jesus allein. Und das ist immer das Ziel der Offenbarung, Jesus allein. Und die wichtigste Offenbarung ist Matthäus 27, 32. So gut will, werden wir das alles noch angucken. Aber hier ist ein ganz zentraler Punkt. Und zwar, die Schrift sagt hier, und sie kamen an den Platz, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, ist ein Fels. Ein Fels. Geil, ist interessant, in Jerusalem, die Katholiker und die Orthodoxen, die haben hier Kirche gebaut und das ist einer der größten Götzentempel, wo ich je in meinem Leben gesehen habe. Das kann man sich nicht vorstellen. Und sagen, dort ist, aber wenn du Golgatha siehst, das Gartengraben, dann siehst du genau, das muss Golgatha, das sieht aus wie ein Schädel und da ist auch das Grab drin. Gell? Also, da hat Gott, das ist die höchste Offenbarung der Welt, Golgatha. Und es geht bei Offenbarung immer in die Höhe. Darum hat der Jesus, als er auferstanden ist, hat er die Himmel durchschritten, ist ins innerste Heiligtum, Matthäus 10, 19 reingegangen. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt. Diese ganze Offenbarung auf Bergen ist jetzt nach der Ausgießung vom Heiligen Geist auch wieder vorbei. Und zwar, jetzt sagt die Bibel, Psalm 72, 1 bis 4. Trotzdem ist es wichtig, immer wenn ein Berg kommt, die macht es dann rot. Indem ich weiß, jetzt kommt die Offenbarung, 72, 1 bis 4. Da sagt die Heilige Schrift was Wunderbares, und zwar, ich lese ab, lasst die Berge dem Volk Frieden spenden. Also von den Bergen kommt der Friede Gottes, von der Offenbarung Gottes kommt sein Friede. Hiob 39, Vers 5 bis 7. Das sind jetzt alles wunderbare Schattenbilder. Da sagt er, wer hat den Wildesel frei laufen lassen? Wer hat die Fesseln des Wildlings gelöst? Dem ich die Steppe zur Wohnung angewiesen habe, das salzige Land zum Aufenthalt. Er lacht über den Lärm der Stadt und hört das Geschrei des Treibers nicht. Er ersieht sich die Berge zu seiner Weide und spürt alle grünen Kräuter nach. Wisst ihr, der Esel ist das einzige Tier, das genannt wird, das stellvertretend erlöst wurde. Also anstelle eines Esels wurde ein Lamm geschlachtet, das ist ein Bild für die Gläubigen. Und hier sagt Ritz, der Wildesel, das sind die Gläubiger aus den Heiden, die Wilden. Also das ist einfach nicht Volk Israel. Und er sagt hier, er hat den Wildesel, den Geretteten aus der Heide, frei laufen lassen. Wenn der Sohn frei macht, der ist frei. Er hat ihm die Fesseln gelöst. Und jetzt sagt er, er wird im salzigen Land, ist sein Aufenthalt, Salz ist immer ein Bild aufs Gericht, aufs Eigengericht. Und dann sagt er, er ist letztendlich so, dass die Berge seine Weide sind, die Offenbarung Gottes ist dort, wo er seine Nahrung holt. Und er sagt, wenn er das tut, er hört das Geschrei des Treibers nicht. Wenn man sich nach der Offenbarung Gottes hält, hörst du das Geschrei des Treibers nicht. Das sind natürlich hier jetzt alle Schattenbilder. Und zwar, ich will fast raus, ich zeige es aber gleich. Zuerst 40, 1 bis 4, dass uns das klar ist in dem Text. Da sagt er, dass der Herr ihn aus der Grube des Verderbens gezogen hat, in 3, aus dem schmutzigen Schlamm, er stellte meine Füße auf einen Felsen. Und zwar, jetzt kommen wir zu einem zentralen Punkt. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes hast du nicht mehr Berge, sondern jetzt hast du nur noch einen einzigen Berg, nämlich den Fels Jesus Christus. Jetzt ist der Fels. Vorher waren es die Berge und jetzt ist der Fels nach der Ausgießung vom Heiligen Geist. 5. Mose 32, 4.
Es wird hier in den Schattenbildern, ich lese die ganze Stelle, da man sieht, wie das schon schattenbildlich vorher anzeigt, ist von Gott her. Dort heißt es, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Wisst ihr, das vollkommene Opfer, das was Gott durch den Jesus getan hat, durch den Felsen, das ist etwas vollständig Vollkommenes. Und jetzt erklärt er in Vers 13 von 32, du kannst jetzt letztendlich dir deine Nahrung holen. Er sagt dann in Vers 13 im B-Teil, er ließ ihn Honig aus dem Felsen saugen und Öl aus dem harten Gestein. Da kommt jetzt die Wirkung. Honig ist die Nahrung. Ihr könnt euch erinnern, Honig macht die Augen leuchtend, sagt die Bibel. Honig gibt Kraft und dann sagt er, da kommt Öl, nämlich der Heilige Geist. Und das ist wieder ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn die Leute gerade auch von der schwarmischen Richtung immer bloß vom Heiligen Geist redet. Der Heilige Geist ist an die Person Jesu gebunden. Und du kriegst alle Geisteswirkungen nur vom Felsen, vom Jesus, aus diesem Ding. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 5. Mose 32, 18. Den Fels, der dich gezeugt hat. Welcher Fels hat mich gezeugt? Der Fels, Jesus Christus. Durch ihn habe ich die Wiedergeburt. Das heißt, das sind alles Schattenbilder. Alles wunderbare Darstellungen. Und dann in der Lehre der Apostel, da darf es dann nicht mehr schattenbildlich sein, weil da hat es keine Schattenbilder. Da kommt dann direkt die Rede. 1. Korinther 10, 1 bis 4. Les plus 4, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels war aber der Christus. Das heißt, der Fels ist ihnen gefolgt im Alten Testament, zur Zeit des Mosaischen Gesetzes. Im Neuen Bund folgt der Fels uns nicht, sondern wir folgen dem Fels. Das sind ganz kleine Unterschiede. Wenn man die jetzt alle nicht beachtet, da kannst du jede Lehre lehren, da kannst du jeden Unsinn lehren, links oder rechts, über alles, über Gott, über Heil, über Errettung, über Dinge, was man tun muss, nicht tun muss. Da kannst du jede Religion basteln, wenn du dich in diese Dinge nicht hältst. Aber ihr seid jetzt, im Mosaischen Gesetz war alles, zumindest nur äußermäßig, völlig anders wie im Neuen Bund. Im Neuen Bund hast du nur noch einen Fels. Im Alten Bund hast du die Berge. Auch zur Zeit der Evangelien. Berge, warum? Weil die Evangelien noch unter mosaischen Gesetzen. Auch der Herr Jesus ist gestorben, begraben worden, auferstanden, in den Himmel gefahren, unter mosaischen Gesetz. Das mosaische Gesetz endet in dem Moment, wie er sein Blut auf der Sühnedeckel, auf der Bundeslade im Himmel, das ist ja die echte Stiftshütte, sprengt und dann praktisch zur Rechte des Vaters niedersetzt. In dem Moment ist das mosaische Gesetz vollständig erfüllt. Und jetzt erhält der Jesus vom Vater im Himmel der Heilige Geist, der Geist der Sohnschaft. Und er ist jetzt der Träger dieser Errettung, dieser Erlösung, wo die Freiheit vom Gesetz drin ist. Und den gießt er aus. Und dann beginnt die Gemeinde. Und mit der Entrückung, wenn der Heilige Geist weggenommen wird, endet die Gemeinde. Wisst ihr, wenn man das nicht sieht, wisst ihr, ich habe mit den Pfingstler damals gekämpft, als wir raus sind aus der Pfingstwege, da kamen immer solche Aussagen, ja, weißt du, David hat doch hier, der Geist kam über Saul, sie haben geweissagt, sei, Entschuldigung, liebe Leute, wir sind im Neuen Bund, wir sind nach Apostelgeschichte 2, wir gehören zu den Lehrbriefen, wir müssen gucken, was hier passiert ist. Und da ist auch wichtig, dass die Apostelgeschichte keine Lehre ist, da steht drüber, Praxis Apostolan, das heißt Lehre der Apostel. Das heißt zu Deutsch, ich muss einfach gucken, das ist die Praxis, da kann ich gucken, wie haben sie es gemacht, aber die Lehre, wie es ist, steht in den Lehrbriefen. Wenn ich mich genau das halte, wenn ich jemanden zwinge, man kann ja niemanden zwingen, aber wenn jemand bereit ist, mir nachzugeben und das genau so zu sehen und sich an diese Regeln zu halten, kommt er bei keinem einzigen Punkt zum anderen Schluss wie ich selber. Da steht der Streit, hört auf, sobald du diese Dinge einfach selber einhältst. Jesaja 2,10. Verkrieche dich in den Felsen. Das ist nichts anderes wie Johannes 15, bleibe in Christus, verkriech dich in den Felsen. Also du verkriechst dich in ihm und jetzt kommt halt das, was hier in unserem Text ganz wichtig ist. Und zwar, bevor hier Krankenheilung kommt, geht der Herr Jesus hin, ganz sachlich und offenbart sich wiederum, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf einem Berg. Also wieder völlige Offenbarung. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt brauchst du nichts Besonderes mehr. Römer 8, 37. In dem allen überwinden wir weit durch den,
der uns geliebt hat, nämlich durch der Jesus, durch den Felsen. Also jetzt ist bei mir nicht mehr viele, viele Berge. Jetzt kommen wieder die Gläubigen, die die Bibel nicht verstehen, die sagen, jetzt müssen wir auf den Braunitzberg, dort wurde Gott sich uns mehr offenbaren wie hier. Versteht ihr? Das ist die Konsequenz, wenn wir die Heilsgeschichte nicht einsehen. Du musst einfach sagen, nein, er hat sich ein für alle Mal auf den Bergen geoffenbart und die höchste Offenbarung geschah auf einem Fels. Und zwar auf Golgatha, und jetzt ist der Fels Jesus Christus ein für alle Mal geoffenbart. Wir haben ein vollkommenes Opfer. Und jetzt passiert nämlich genau das, was er hier sagt. Nüchtern, wir werden überwinden durch das. Und da kommt dann Epheser 1, 17 bis 19, kennt ihr alle? Wenn wir Offenbarung von Gott kriegen über diese Dinge, glaubet, was diese Offenbarung sagt, nämlich das vollkommene Opfer, dann werden gewaltige Kraftwirkungen in uns hinein ausgelöst. Wisst ihr, ich habe etwas nie verstanden. Ich lese die Stelle lieber doch nochmal, weil die wird mir immer wichtiger. Wenn du mit Leuten rumstreitest, die streiten mit dir um Kaiser sein Bart, so wie man sagt. Wenn ich selbst mit was Leute wegen mir streite, dann muss ich sagen, Leute, Entschuldigung, ist euch langweilig. Epheser 1, 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Das heißt, du musst erkennen, was Gott wollte, was Gott der Vater wollte, nämlich das vollkommene Opfer. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, das ist nicht Hirn, das ist Erleuchtung meines geistlichen Verständnisses. Damit ihr wisst, nicht fühlt, ist ganz wichtig, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, und jetzt sage ich ganz viele, im Himmel ist, steht da aber nicht, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das heißt, diese ganze Herrlichkeit, dieses gewaltige Opfer ist in mir drin. Ab Apostelgeschichte 2,1, ab der Stunde meiner Wiedergeburt. Das war im Alten Bund nicht so, zur Zeit der Evangelien nicht so. Die hatte das nicht. Das ist der große Unterschied. Und jetzt sagt die Bibel klipp und klar, wenn ich das im Glauben annehme, die wir glauben, nämlich das Glaube, das annehmen, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, da steht Energie, da steht Kontrolle und da steht Stärke, dann passiert bei mir etwas geistlich, dann kann ich mich selber kontrollieren. Wisst ihr, jeder Mensch ist ein Sünder. Aber der Wiedergeborene hat sein altes Fleisch, wo die Sündernatur sitzt. Jetzt ist natürlich ganz unterschiedlich. Jetzt kommt wieder diese sektiererische Gleichmacherei. Jeder hat einen anderen Punkt, eine Anfälligkeit. Wisst ihr, nicht jeder ist für die gleiche Sünde überall anfällig. Der eine ist anfällig für Sexualität, der andere ist anfällig für Ehre, der dritte ist anfällig für Gier, für Geld, der vierte will beweihräuchert werden, der nächste ist eitel. Da gibt es aber auch Sündhafte, wo einem alles egal ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Leute kennt, denen alles egal ist, das ist auch fatal. Wisst ihr, jeder hat einen anderen Punkt, wo er anfällig ist. Und da, wo du anfällig bist, da schießt dich der Teufel an. Da greift er dich an. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Römer 6, 6 und 11. Wisst ihr nicht, wisst, nicht fühlt. Wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gekreuzigt seid? Dieses vollkommene Opfer hat mich mit Christus gekreuzigt. Jetzt sagt die Bibel, jetzt haltet euch dafür, dass ihr nämlich für die Sünde tot seid. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anfälligkeit habe, egal wo meine Anfälligkeit ist, wenn ich dorthin gehe, gehe zu meinem Jesus und sage, ich nehme einfach an, dass ich mit dir hier gekreuzigt bin, dass die Sünde hier keine Macht über mich hat, dann bricht sie. Aber die bricht nur, solange ich die Haltung einnehme. Dann werden diese Kraftwirkungen ausgelöst. Wisst ihr, wenn ich sehe, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe jetzt wieder Briefe. Ich habe drei Elend. Mails, Briefe, die schreiben nicht drei Zeilen, seitenweise, soll ich mal ganz ehrlich sein, ich lese die gar nicht. Ich gebe sie meiner Frau zum Lesen. Ist auch ein Elend, oder? Aber ist halt so. Sie ist da treu, sie liest. Und auf einmal, was steht drin? Je nachdem, was drinsteht, liest sie genau oder gar nicht. Und dann kommt das Allerschlimmste, handgeschriebene Briefe. 10 Seiten, 14 Seiten, mit der Glaube, dass du kaum lesen kannst. Also, versteht ihr? Und die Leute, wenn ich sehe, was die sich drehen, dann kommt 4 Wochen später ein Brief, sie haben mir nicht geantwortet. Und dann sage ich, ja klar, habe ich dir nicht geantwortet. Wisst ihr, wenn der mich anrufen würde, aber wahrscheinlich ging gar nicht das Telefon, aber wenn der mit mir reden würde, ich würde ihm mit 2 Sätzen sagen, ich würde ihm Epheser 1 vorlesen, 17 bis 19, und sagen, du, pass mal auf, du drehst dich jetzt um das alles, erklär mir mal, wie das bei dir passiert. Erklär mir, wie sind die Kraftwirkungen? Wie kommt diese Kontrolle? Da steht Kratos. Völliger Sieg, völlig die Sünde zu kontrollieren. Wie geht es bei dir? Du kriegst keine Antwort. Die drehen sich um dieses Ganze immer um ihre Hobbys, um ihre Lieblingsdinge.
Und das sind oft Bibelstellen, wo eine Stelle in der Bibel steht, keine zweite, wo ich sagen muss, Entschuldigung, hat Gott das vergessen, das 20, 30, 40, 50, 80 Mal zu nennen? Warum nennt er das vollkommene Opfer 10, 20, 30, 40, 50, 100 Mal? Ich glaube, dass Gott schon ernst zu nehmen ist in dem Sinn. Wenn er etwas ganz, 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 ganz oft sagt und ganz, ganz viel schreibt in die Lehrbriefe, dann ist das das Zentrale. Wenn er etwas bloß einmal schreibt oder gar nicht schreibt oder bloß abgeleitet ist, dann spielt es für mich zuerst mal keine Rolle. Oder das ist zweitrangig. Und das ist einfach das, wo man mit der Bibel umgehen muss. Warum habe ich das jetzt so ausgedreht? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir in Matthäus 15 sind. Und wir werden gleich zur Krankenheilung kommen. Und hier müssen wir genau gleich vorgehen. Und du kannst die Leute nämlich in den Wahnsinn treiben. Es gibt ein Buch, das heißt Auf der Zinne des Tempels. Das hat ein Pfingstler geschrieben, Charismatiker. Der heißt Charles Farah. Scheint der wenige aus diesen Reihen, die nüchtern waren. Der hat eiskalt gesagt, wir zerstören die Leute mit unserer falschen Lehre von der Krankenheilung. Wir machen die eine Hoffnung, wo Gott keine Hoffnung machen will. Und wir treiben sie in den Wahn. Hervorragendes Buch, muss man ganz ehrlich sagen. Und der hat recht. Aber die Basis von dem Elm ist 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wisst ihr, mein ganzes Leben basiert auf 1. Johannes 1, 7 bis 9. Ich brauche immer wieder die Reinigung durch Jesu Blut. Warum? Weil ich noch eine Sündernatur habe. Die Bibel sagt, wer sagt, er hat keine Sündennatur mehr, er sündigt nicht, der lügt. Wir haben eine Sündennatur. Also kommt immer wieder ein Punkt, warum sündige ich, wenn ich doch das alles weiß, wenn ich doch weiß, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich weiß, das Blut Jesu macht mich rein, ich bin eine neue Schöpfung, wieso kommt das? Das ist ganz einfach. Paulus sagt es im Römer 7, wer wird mich erlösen von diesem Leib der Sünde? Es ist der Körper. Du bist müde, zum Beispiel. Da passiert was Brutales. Da war schon plötzlich anfällig. Wisst ihr, ich bin sündeanfälliger, wenn ich müde bin. Wenn es mir schlecht geht. Wisst ihr, dann kommt dieser Gedanke, das schießt dann der Teufel rein. Guck mal, wie dreckig es dir heute geht, es ist doch voll egal. Versteht ihr? Ganz gefährlich. Das Nächste, und es ist genauso schlimm, wenn es nicht der Körper ist, dann ist die Seele. Dass du plötzlich enttäuscht bist. Enttäuscht, was heißt das? Ich bin vorher getäuscht gewesen und jetzt ist die Täuschung aufgeflogen. Das heißt, der Teufel hat mir was eingeredet, was gar nicht stimmt. Das hat sich im seelischen Bereich abgespielt. Und jetzt kommt es plötzlich raus, dass ich mich geirrt habe, dass ich eine falsche Vorstellung hatte und dass ich in die Falle gegangen bin. Jetzt fliegt das alles auf und da bin ich enttäuscht. Eigentlich müsste ich dankbar sein. Jeder Enttäuschte müsste dankbar sein. Weil er ist jetzt nicht mehr getäuscht. Vorher war er getäuscht. Jetzt sieht er die Wahrheit. Aber dann erschrecken die Leute. Wisst ihr, ich bin auch schon hingegangen, ist völlig Quatsch. Ich bin hingegangen, habe mir überlegt, welche Entscheidungen in meinem Leben würdest du heute anders fällen? Das ist Quatsch, weil ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen. Da habe ich gesagt, ich bin oft im Teufel in eine Falle gegangen, wo ich gar nicht gemerkt habe. Habe ich falsche Entscheidungen gefällt. Oft gutmütig, nett, lieb, alles wunderbar, aber es war eine Falle. Wisst ihr, und wenn du das merkst, dann musst du einfach dich reinigen lassen durch Jesu Blut, musst annehmen, dass du mit Christus gekreuzigt bist. Ich musste zum Beispiel auch das Opfer nicht nur für meine Sündenatur in Anspruch nehmen, sondern ich muss das Opfer auch für mich in Anspruch nehmen, dass ich nicht mehr gutmütig bin. Könnt ihr euch das vorstellen? Gutmütigkeit kann teuflisch sein. Teufel kann deine Gutmütigkeit benutzen, um dich zu Fall zu bringen. Fakt. Wisst ihr, aber sobald ich gereinigt bin durch Jesu Blut, annehme, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, habe ich sofort wieder wunderbare Voraussetzung, dass ich Gott dienen kann. Das ist nämlich das, was der Herr jetzt zeigt. Wisst ihr nochmal, dass wir uns richtig verstehen. Altes Testament ist letztendlich von Schattenbildern, von, ich sage mal so, musterhafter Handlungen geprägt. Also wenn der Jesus zum Beispiel auf den Berg geht, dann zeigt er, es geht um Offenbarung. Wenn er sich setzt, da heißt nämlich jetzt, und setzte sich dort, offenbart offenbar, er setzt sich. Und das ist Hebräer 1 drin. Ihr wisst, im Neuen Testament hat er sich nur ein einziges Mal noch gesetzt. Und das ist der entscheidende Punkt. Und von dem können wir ausgehen, das hat Bestand bis heute. Und zwar, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Also er offenbart Gott perfekt und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, es ist vollbracht. Johannes 19, 30. Es ist vollkommen fertig und vollbracht. Jetzt kommen wir zur Krankenheilung. Jetzt geht es ja über. Jetzt kommt der Teil mit der Krankenheilung. Wisst ihr, kommen die Leute zu mir und sagen,
Jesaja 53, 4, fürwahr, er trug unsere Krankheit oder hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Nächster Satz, er wurde um unsere Übertretungen willen zerschlagen. Wisst ihr, die Bibel sagt im Neuen Bund klipp und klar, dass er am Kreuz vor Golgatha die Sünde und die Übertretungen getragen hat, das gilt bis in alle Ewigkeit. Aber hier, die Krankheit, steht Matthäus 8. Und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Und das ist einfach, was Leute nicht, ja, ich will nicht sagen, nicht wahrhaben wollen, aber einfach nicht verstehen. Ich lese 16. Als es aber Abend geworden war, brachte sie viele Besessene zu ihm. Er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, alle, 17, damit erfüllt würde. Da steht im Griechischen Plerote, das ist Plero-o. Das ist ein Wort, das heißt, zum Beispiel, wenn man ein Glas Wasser nimmt und es vollständig so füllt, dass es überläuft. Plero-o ist eine völlige Erfüllung. Damit erfüllt würde, also völlig erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Brechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Damit sagt die Bibel etwas Ungeheures. Sie sagt klipp und klar, Jesaja 53, 4 ist durch den irdischen Heilungsdienst Jesu vollständig erfüllt. Fakt. Trotzdem heilt Gott. Aber nicht mehr auf Jesaja 53, 4. Wir müssen aufpassen. Und jetzt kommt einfach diese Vorstellung. Ich sage es nicht gern. Ich war ja früher selber so. Aber in vielen Köpfen der Gläubigen ist ein Wirrwarr von 100.000 Bibelstellen, wo sie einfach Bibelstellen kennen. Und dann werden die runtergeleiert. Soll ich es mal ganz hart sagen, wenn es etwas gibt auf der Welt, wo ich alles genau sortieren muss, dann bei der Bibel. Ich muss ganz genau gucken, was ist Schöpfungsordnung? Schöpfungsordnung ist zum Beispiel das, was der antichristliche Geist heute angreift, Mann, Frau. Laut Bibel gibt es nur Mann, Frau. Es gibt keine 63 oder 100 Geschlechter, es gibt nur Mann und Frau. Alles andere, was nicht Mann und Frau ist, ist eher psychisch krank. Aber es gibt nur Mann und Frau. Laut Bibel, sag nicht ich, sag die Bibel. Und das ist Schöpfungsordnung. Die ist gültig, die hat nichts mit dem mosaischen Gesetz zu tun, die hat nichts mit letztendlich auch andere Dinge zu tun. Und die ist auch durch die Apostellehre nie aufgehoben. Es hat wieder andere Dinge, wie der Sabbat, der ist durch die Apostellehre wieder relativiert. Das ist was anderes. Aber die Schöpfungsordnung selber ist von Gott her nie aufgehoben worden. Und der antichristliche Geist heute versucht das anzugreifen und versucht die Ordnung Gottes zu zerstören. Ja, das geht ganz schön weit heute, was die alles machen. Also ich kaufe ja bei einem Großmarkt, nehme ich ein, aus einem ganz einfachen Grund, weil er die Kreuze von dem, der hat Käsesorte gehabt, vielleicht kennt ihr sie so, das sind so weiße Packungen mit einer blauen Kapelle drauf, wunderschönes Kreuz drauf, da haben sie bloß aus antichristlichen Gedankengut, weil sie die Muslime nicht ärgern wollten, haben sie das Kreuz weggemacht. Gell? Genauso haben die in Garmisch-Partenkirchen, ich weiß nicht, ob auf der Zugspitze war, wunderbar, Ostgipfel müsst ihr drauf, das ist gigantisch, da steht ein riesen goldenes Kreuz. Im Prospekt, wo sie die Leute nach Garmisch-Partenkirchen auf Zugspitz holen wollten, haben sie das Kreuz weggemacht. Versteht ihr? Der antichristliche Geist versucht systematisch das gesamte biblische, von Gott her gegebene auszulöschen. Das ist einfach Fakt. Und diese Dinge, die hast du jetzt zur Zeit ihrer ungeheuren Art und Weise. Und dann kommt aber das mosaische Gesetz. Und das mosaische Gesetz ist praktisch alles, was wir in den Evangelien haben. Wieso? Und das mosaische Gesetz ist wieder so, da hat es Grundsätze, die im Neuen Testament wieder aufgegriffen werden. Die gelten natürlich. Zum Beispiel der ganze Sündenkatalog aus dem 3. Mose wird in 1. Korinther 6, 9 aufgegriffen und wiederholt. Er wird in Römer 1 18 bis 32 aufgegriffen und wiederholt. Die gelten natürlich. Die Stellen, die aufgegriffen werden im Neuen Bund, in der Lehre der Apostel, die gelten natürlich uneingeschränkt. Aber das mosaische Gesetz als Ganzes, zum Beispiel, wenn du Okkultismus begangen hast, darfst du nicht mehr leben, musst du sterben. Ist ja da einer von uns noch am Leben? Keiner. Wissen, da bin ich dankbar, dass das mosaische Gesetz nicht mehr gilt. Sobald ich zum Glauben komme, ist dieses Todesurteil für mich passé. Bei mir war es als junger Mann auf der Bank, hatten wir einen Versicherungsvertreter, der mit uns zusammengearbeitet hat, der hat Okkultismus getrieben, das kracht, der hat gependelt, ging mit der Windschirmrute, der hat alles gemacht, was Gott verboten hat. Er hat mich bependelt, hat mich mit der Windschirmrute abgetaschen, so Dreck. Und hinterher habe ich mich gewundert, dass ich dann unter Handauflegung zusätzlich mit dem okkulte Belastung, Handauflegung von der Charismatiker, habe ich dann am Schluss, oder Pfingstler war es sogar, hatte ich am Schluss läschere Gedanken, gell? Wen wundert das? Gell? Und erst als ich Buße tat, mich reinigen ließ und das vollkommene Opfer Jesu annahm, ist das weggegangen.
Wieso? Das ist einfach brutal. Aber in dem Moment, wie du zum Glauben kommst, das mosaische Gesetz erledigt. Ganz wichtig, Galater 3,13, jeder Fluch, auch der Fluch meiner Vorfahren. Wisst ihr, in meiner Familie, das ist interessant, da sind immer die gleichen Sünden vorgekommen. Immer. Verrückt. Also, zumindest kann ich es, zwei Generationen vor mir kann ich es nachweisen, genau die gleiche Sünde immer passiert. In dem Moment, wie ich mich bekehrt habe, Beate war auch bekehrt, zwei Bekehrte, und diese Sünden sind bei uns nicht mehr vorgekommen. Einfach weg. Der Fluch war gebrochen. Wisst ihr, das ist ganz wichtig. Auch alles, was im Alten Testament, was in der Evangelie noch als Strafe, noch als Fluch da ist, ist letztendlich im Neuen Bund gelöscht. Und das ist der Grund, warum der Jesus hier zeigt, er setzt sich, es ist vollbracht. In dem Moment, wie er sich setzt, ist das schon prophetisch. Er zeigt, was passiert, Hebräer 1,3. Und jetzt siehst du ganz nüchtern sachlich kranke Heilung. Und jetzt müssen wir einfach wieder den biblischen Befund nehmen. 1. Thessalonicher 5,23. Ich habe jetzt hier einen Exkurs Kranke heiligt. Ich mache nur Teile draus. Jetzt ist bloß, wer es nachstudieren will. 1. Thessalonicher 5,23. Sagt nochmal, da kann man jetzt, wisst ihr, was ein Psychologe sagt, was ein Arzt sagt, was die ganzen Leute sagen, das ist alles nett. Aber im Prinzip, wer weiß, was ein Mensch ist? Der Schöpfer. 1. Thessalonicher 5,23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, wesische Klammer, also der ganze Mensch, der Geist, die Seele und der Leib soll untadelig bewahrt werden. Wir bestehen aus Geist, Seele und Leib. Wenn du jetzt wieder die ganze biblische Schöpfungsordnung, wenn du den Zusammenhang siehst, dann siehst du, Gott haucht den Geist ein in einen toten Körper. Und wenn der Körper den Geist empfängt, entsteht die Seele. Wisst ihr? Und wir bestehen aus Geist, Seele und Leib. Und jetzt sagt die Bibel eigentlich ganz einfach, das Programm Gottes für uns Menschen, die Erlösung. Und zwar, was macht Gott mit meinem Geist? Johannes 3,3. In der Sekunde, wie ich gerettet werde, das heißt, wie ich den Herr Jesus als Erlöser annehme, wenn ich im Glaube zustimme und ihn aufnehme und er in mein Herz kommt, passiert etwas. Johannes 3,3. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. In derselben Sekunde werde ich neu geboren. Titus 3, 4 beschreibt es nochmal. In der Sekunde der Wiedergeburt werde ich neu geboren. Ich werde dann in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich bin im Leib Christi drin. Damit hört das mosaische Gesetz auf. Damit ist jeder Fluch, Galater 3,13, ausgelöscht. Ich bin gerettet. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich habe jetzt die Gnadengabe des ewigen Lebens. Die habe ich in mir drin. In dem Moment, wie der Heilige Geist in mein Herz kommt. Und zwar in mein Herz, in den Teil, den wir Geist nennen. Das Zweite, ich habe die Gnadengabe, 1. Korinther 7, verheiratet oder ledig zu sein. Das ist eine Gnadengabe. Es ist schlecht, wenn jemand, der die Gnadengabe hat, nicht heiratet. Das ist aber auch schlecht, wenn jemand, der die Gnadengabe nicht hat, heiratet. Also das ist gefährlich, das ist eine Gnadengabe. Dann das Nächste, 1. Petrus 4,10, dient einander in jeder mit der Gnadengabe, die ihr empfangen habt, als wirkliche Haushalt der Gnade Gottes. Also jeder Wiedergeborene, wenn zu mir jemand sagt, bist du ein Charismatiker, sage ich, ja, natürlich bin ich ein Charismatiker. Aber ich bin biblischer Charismatiker. Ich bin kein Charismatiker wie die charismatische Bewegung mit ihrem verrückten Zeug, sondern ich bin ein biblischer Charismatiker. Ich habe das Charisma des ewigen Lebens, ich habe das Charisma des Verheiratetseins, ich habe das Charisma, zum Beispiel Gnadengabe, das Wort zu verkündigen. Ich habe bei mir mal erzählt, ich komme auf ein paar Gnadengaben, die ich kenne. Wisst ihr, jeder hat Gnadengabe. Es gibt keinen Gläubigen, der nicht mindestens die drei Gnadengabe hat. Jeder Gläubige hat mindestens eine Gnadengabe, mit der er Gott dienen kann. Was das ist, zeigt der Herr schon an. Also jetzt ist der Geist, da sitzt die ganze Erlösung drin. Aber dass ich mit Christus gekreuzigt bin, wo ist das? Das ist nicht in meiner Seele, das ist nicht in meinem Körper. Wo ist das, dass ich mit Christus gekreuzigt bin? Das ist in meinem Geist. Sobald ich das im Glauben annehme, wirkt es auf meine Seele und auf meinen Körper. Epheser 2,10. Gott hat alle Werke vor grundlegender Welt, die ich einmal tun soll, hat er schon fertig. Wo sind die? In meinem Geist. Wandle ich im Geist, folge ich mal Jesus nach, bin ich gehorsam, bin ich korrekt, wird der automatisch diese Dinge bei mir, die kommen automatisch raus, ich kann die gar nicht verhindern. Wieso? Darum ist es blöd, zu den Leuten sagen, du musst das tun, du musst jenes tun. Du musst den Leuten sagen, du musst im Geist wandeln, dann tust du automatisch das, was Gott will. Und sobald du im Geist wandelst, löst er automatisch die Werke aus. Das ist gigantisch. Aber das ist alles in meinem Geist. Aber in der Seele, da sind wir wieder,
Ich lese zuerst Galater 2, 19. Da ist, man könnte sagen, das Schlachtfeld. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Wo bin ich gestorben? Im Geist. Dort ist es, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Und was soll das bewirken? Dass ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, das ist die Tatsache, die ist in meinem Geist. Und nun lebe ich, das ist das, was in meiner Seele passiert, nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, Fleisch in meinem Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt zu Deutsch, mein Körper ist zuerst einmal drittrangig. Erstrangig ist mein Geist. Weil hier bei unserem Kapitel geht es um Krankheilung und Körper. Aber natürlich auch um Zähle, wenn Dämonen ausgetrieben werden und ähnliche Dinge. Aber der Geist ist das Entscheidende. Das Zweite ist optional. Wisst ihr, was optional heißt? Das ist ganz einfach. Das sind diese blöden Fremdwörter. Das heißt einfach, es kann klappen oder nicht klappen. Das ist optional. Man hat das Recht, dass es funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Das ist optional. Das heißt zu Deutsch, in meiner Seele spielt sich letztendlich die Sünde ab. Und ich kann Gott dienen und ich kann ohne Sünde leben und kann geheiligt sein, wenn ich im Geiste wandle. Wenn ich nicht im Geiste wandle, kommt automatisch mein Seelenbereich, der ja noch von der Sündernatur beeinflusst ist und wo der Teufel seine feurigen Pfeile reinschießt, und dann mache ich Blödsinn. Also ist optional. Wandle ich im Geist, werde die Werke des Fleisches oder die Sünde nicht vollbringen. Wandle nicht im Geist, und wirst automatisch fleischlich sein. Also manchmal fragst du dich, wie kann ein Gläubiger sowas tun? Ist einfach. Die Leute zu mir kommen, ich denke, der sei gläubig, wieso tut er sowas? Und sage, Entschuldigung, ist ganz einfach. Er wandelt statt im Geist im Fleisch. Dann handelt er auch anders wie mein Nachbar, der gar nicht wiedergeboren ist. Dann kommt der gleiche Dreck raus. Wisst ihr, dann gibt es wieder Gläubige, die sagen, nee, wir sind jetzt Heilige, uns passiert es nicht mehr. Du musst nur ihr Leben und Zeit angucken, dann kommt das alles schön raus. Mit denen musst du mal einen Monat arbeiten oder mit ihnen in Urlaub gehen. Und wenn das rum ist, dann kannst du mit ihnen reden über das, dass sie keine Sünder sind. Wisst ihr, das kommt so schnell raus, so schnell kannst du gar nicht gucken. Weil Leute kommen zu mir und sagen, wir sind gläubig, ich habe jetzt wieder erlebt. Nächster Satz, können wir das nicht schwarz machen? Ich muss ja entschuldigen. Macht ihr was? Wir sind gläubig, nächster Satz, können wir das nicht schwarz machen? Ich bin gläubig, aber ich mache nicht schwarz, weil ich im Geist wandle. Versteht ihr? Das sind so Dinge. Oder ein führender Mann der Pfingstbewegung hat zu mir mal gesagt, oder nicht zu mir allein, so waren wir eine kleine Gruppe, und hat er gesagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und wir haben alle gesagt, Amen. Und dann hat er grinst und hat gesagt, aber was ist des Kaisers? Damit hat der Eiskai gesagt, ich bescheiß Finanzamt. Versteht ihr? Entschuldigung. Das spielt sich in der Seele ab. Ich bin mit Christus gekreuzigt, aber die ganze Heiligung spielt sich in der Seele ab. Das heißt, wenn ich das annehme, die vollkommene Erlösung von meiner Seele, dann funktioniert es. Aber das ist alles bloß Vorläufer und wir kommen jetzt zum Leib. Gell, natürlich, ich habe Römer 6, 6 und 11 nicht gelesen, weil das haben wir vorher schon gehabt. Ich nehme im Glauben an, Römer 6, 6 und 11, ich bin mit Christus gekreuzigt, sobald ich mich dafür halte, wirkt es Opfer. Aber jetzt kommen wir eben zu dem, was der Herr Jesus hier tut. Er geht ja hier hin, befreit Menschen von seelischer, okkulter, teuflischer Dinge. Also er geht hin und tut wirklich Wunder und Zeichen. Also jetzt nicht speziell in der Stelle, sondern generell in der ganzen Evangelie hat er Finsternismächte weggetan. Es gibt auch Krankheit, die kommt von Okkultismus. Ihr könnt euch hier die Frau erinnern, die einen Geist der Krankheit hatte, die krumm war, 18 Jahre, 6 plus 6 plus 6. Solche Dinge. Gell? Und das Grundproblem ist, hier heilt er einfach Kranke. Sie haben die Kranke hingelassen, hat sie alle geheilt. Aber jetzt kommen wir zu dem, wir sind nicht in Matthäus 15. Wir sind nicht in Matthäus 15. Wir sind nach der Zeit des Gesetzes. Wir sind nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir sind in die Lehrbriefe. Und jetzt sagt die Bibel glasklar, was ist mit diesem Körper? Wieso muss ein Paulus, der sicher, jetzt sage ich es mal ganz hart, bezüglich Sünde, beziehungsweise Siegesleben, beziehungsweise Ausleben des vollkommenen Opfers, uns alle in den Schatten gestellt hat. Wieso muss ein Paulus in Römer 7 schreiben, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich sogar hasse, was mir völlig zuwidrig ist, ich sage es in meinen Worten, das tue ich. Und dann schreit er, wer wird mich erlösen von diesem Leib der Sünde, also von diesem Körper, wo das drinsteckt. Paulus hat das alles, wo wir versagt, hat er auf seine Art an seiner Schwachstelle genauso erlebt. Es gibt keinen Menschen, der es nicht erlebt, der wiedergeboren ist. Das ist einfach normal. Und von daher muss man sich vor der Überfrömmigkeit hüten.
wo die Leute deine Überfrömmigkeit aufbauen, wo nichts ist. Wisst ihr? Und ich habe Leute gesagt, wir haben keine Anfechtungen. Sind oft die Schlimmsten. Man muss nur gucken, was hinter der Kulisse ist. Das ist, muss einfach ehrlich sein. Jeder Gläubige hat diesen Kampf zu kämpfen. Und das steckt in meinem Körper drin. Wann hört dieser Sieg auf? Wisst ihr, da kommen Leute und sagen, wenn du wirklich das Opfer einnimmst, dann hast du völlig gesiegt, dann sündigst du nicht mehr. Man muss sagen, Entschuldigung. 1. Johannes 1, 8 sagt, wer sagt, er sündigt nicht mehr, ist ein Lügner. Du bist ein Lügner. Wisst ihr, aber das sehen die Leute. Oder? Das heißt zu Deutsch, solange ich einen Körper habe, solange werde ich sündigen. Versteht ihr? So lange brauche ich das vollkommene Opfer, so lange brauche ich den Glauben, dass ich mich für den Christus gekreuzigt habe. Jetzt sagt die Bibel, wann hört es auf, dieses Elend? 1. Korinther 15, 22. Denn gleich wie in Adam alle sterben, das ist der geistliche Tod, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also in Christus, nur wer in Christus ist, wer wieder geboren ist. Und dann sagt er, dann werden sie auferstehen, in jeder in seiner Ordnung. Und dann erklärt er, Vers 42, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, auferweckt in Unverweslichkeit. Wenn du noch Vers 28 siehst, wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterworfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Das ist aber erst am Schluss, versteht ihr? Bis dahin geht der Kampf, das kannst du gar nicht verhindern. Und wenn du jetzt 35 anguckst und 36, was du siehst, wird nicht lebendig, es stirbt ihn. Du musst in den Tod Jesu gehen, sonst passiert nichts. Und dann bis 56 voll durch, das sagt er klipp und klar, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber verwandelt werden. Und zwar alle. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen, die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Wann werde ich verwandelt? Wann geht mein Körper weg? Wenn die siebte Posaune erschallt. Das ist für einen Lebenden, wenn er die Entrückung erlebt, für einen Toten, wenn er die Posaune dann hört und dann aufersteht. Das ist die Auferstehung der Toten. So lange habe ich das am Hals. Das heißt, mein Körper ist bis zur letzten Minute das Problem. Wisst ihr? Jetzt kann ich nicht lehren, dass ich letztendlich vom Herrn Jesus erwarte, dass er alle Krankheiten heilt. Er kann alle Krankheiten heilen. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich habe hier in dem Kurs mit der Krankheilung habe ich einen Katalog. Da siehst du, wo die Sünde herkommt. Also Sünde kommt zuerst schon mal vom Sündefall. Das heißt, also Sündefall ist verantwortlich für die Sünden. Und aus dem Sündefall, aus den Sünden, kommen auch die Krankheiten. Das heißt nicht, dass wenn jemand krank ist, dass er dann gesündigt hat. Das ist Quatsch. Sondern das ist einfach so, das ist mein Körper. Mein Körper ist noch der Sünde unterworfen, darum wird er krank, darum altere ich. Ich sage es mal hart, wenn ich sehe, wir haben jetzt mal so ein bisschen, was haben wir gemacht, was konnten wir mal, was können wir nicht mehr, wo kommt es her? Von Adam. Ich habe schon überlegt, wenn jeder nach der Auferstehung Adam, falls er im Himmel ist, was man ja nicht weiß, wenn jeder den fragt, wieso hast du das gemacht, was hast du denn für ein Elend eigentlich, er trage keine schöne Stunde mehr. Wisst ihr das? Aber es kommt von Adam, vom Sündenfall. Und das ist einfach drin. Und daraus kommt persönliche Sünde. Du kannst, das steht beim Abendmahl, bei 1. Korinther 11, du kannst sterben, wenn du zum Beispiel eine Sünde aktiv hast, nicht bereit bist, die aufzugeben, nicht Vergebung vom Herrn Jesus holst und dann das Abendmahl nimmst. Kannst du gar sterben. Was ganz anderes, wenn du vom Abendmahl bist, du bittest um Vergebung, nimmst die Reinigung durch Jesu Blut an und wenn du was in Ordnung bringen musst, versprichst du, Herr, ich werde es tun. Dann nimmst du Abendmahl, dann wirst du nicht sterben, nicht krank werden, dann ist alles okay. Aber du musst dann hinterher auch tun, das ist klar. Das nächste sind Finsterniseinflüsse. Das ist die Frau mit dem Geist der Krankheit. Du kannst krank werden durch Okkultismus, durch so einen Fluch. Du kannst aber auch krank werden, Johannes 11, 4, zur Ehre Gottes. Er sagt ja ganz klar, wer hat gesündigt? Dann sagt er, niemand, das ist zur Ehre Gottes. Also manchmal nimmt Gott, lässt sich krank werden, um sich an dir zu verherrlichen. Das ist dann die wunderbarste Art der Krankheit. Offenbarung 2, 22, um Buße herbeizuführen. Wenn ein Mensch absolut nicht hören will, das Sprichwort in der Welt ist gleich dumm, wer nicht hören will, muss fühlen, dann lässt sich Gott fühlen. Dann wirst du einfach krank. Und da gibt es natürlich noch Krankheit als Prüfung, Jesaja 48, 10, dass du einfach geprüft wirst. Und manchmal brauchst du das, Krankheit, dass du zu dir kommst. Dass du merkst, wo du schief liegst. Du brauchst das mal. Man könnte in Ruhe nachlesen. Jesaja 48, ich lese, das ist schon wichtig gestellt. Jesaja 48, 10. Und zwar,
Das sind einfach diese alttestamentlichen Vorausschattungen. Ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Silber ist Wort Gottes. Das heißt, es gibt Dinge, wo du durchs Wort Gottes nicht zurechtgebracht werden kannst, wenn du es nicht annimmst. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Wenn das mit dem Silber, mit dem Wort Gottes nicht klappt, dann schickt der Gott Elend. Um meinetwillen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert, ich will aber meine Ehre keinem anderen geben. Das heißt, Gott muss das tun manchmal, um mich zur Buße zu bringen. Dann natürlich 1. Korinther 5, 1-5, wo du öffentlich in schlimme Sünde lebst, kann Gott dich sogar durch Krankheit töten wegen diesen Sünden. Ich habe nicht mal gesagt, dass du verloren gehst. Wenn du Buße tust, vergibt er dir, trotzdem musst du sterben. Hier ist zum Beispiel Blutschande gewesen. Also ich sage immer, wenn Leute, die eine führende Stellung im Reich Gottes haben, plötzlich öffentlich in Sünde fallen, habe ich immer Angst, ob sie noch lange leben. Weil Gott kann die, obwohl sie sie vielleicht nicht verloren gehen, kann sie töten als Musterbeispiel, dass die andere Angst kriegen. Und dann kommt natürlich das Eigenverschulden. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Ich habe es schon oft erzählt. Ich habe eine unsinnige Art gehabt auf der Bank. Da ist jemand gewesen, in meiner Gutmütigkeit wollte ich dem helfen, so da ist hängen geblieben. Draußen hat es ungefähr Temperatur wie jetzt gehabt. Ich hatte nichts wie ein Hemd und eine Krawatte und da bin ich raus und habe den geschoben. Entschuldigung. Dass ich dann einen Tag drauf krank war, ist logisch. Was war das? Nicht Gutmütigkeit, Dummheit. Wenn ich mich warm anzogen, hätte ich gesagt, soll ein anderer schieben. Wisst ihr, das sind die Dinge. Du kannst auch wegen dem krank werden. Und dann ist natürlich ein natürliches Mittel zum Tode. 2. Könige 13, 14. Wir tun ja manchmal, als würden wir nie sterben, aber wir werden sterben. 2. Könige 13, 14. Elisa aber wurde von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. Elisa hat nicht gesündigt. Elisa aber war ein Mann Gottes. Aber Gott hat ihm die Krankheit geschickt, um ihn zu sich zu holen. Es ist der Weg Gottes. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Und dann in 2. Korinther 1, 3. Manchmal muss er dich Dinge durchleben lassen, auch krankheitsmäßig, dass du anderen helfen kannst. Wo ich diese Rückgratentzündung hatte, ist eine Krankheit, wie du wirst querschnittsgelähmt, du bist tot oder wirst geheilt. Bei mir war es, ich bin geheilt worden. Und dann, wo das rum war, kamen die Gläubigen zu mir und haben gesagt, so, ab jetzt, das andere haben sie mal abgenommen, weil sie wussten, was ich für einen Kampf habe, haben sie gesagt, jetzt glauben wir dir auch, was du über Krankheit sagst. Und jetzt hast du es selber durchgemacht. Und wichtiger Punkt. Aber jetzt kommen wir wieder zur Heilsgeschichte. Altes Testament, Neues Testament. Im Alten Testament steht 2. Mose 15, 26. Aber jetzt darf ich das vom Neuen Bund nicht annehmen. Da steht, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorsam bist und tust, was vor ihm recht ist, seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Ein Jude hatte im Alten Bund die Verheißung, wenn er das mosaische Gesetz hält, so gut er es konnte und treu Gott gedient hat, dass er nicht krank wurde. Aber nur mit den Krankheiten Ägyptens, also den Krankheiten der Welt. Wer hat das praktiziert? Hiskia. Er kennt Hiskia? Prophet kommt zu ihm und sagt, du wirst sterben. Dann dreht er seinen Kopf zur Wand, könnt ihr nachlesen, ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Dann sagt er praktisch letztendlich, steht in Jesaja 38, dann sagt er, ich habe dir gedient. Sofort dreht der Prophet um und sagt, ich habe dein Leben um 15 Jahre verlängert. Er beruft sich auf 2. Mose 15, 26. Im Neuen Bund sagt es die Lehre der Apostel nicht mehr. Paulus sagt nicht, ich habe Gott gedient, jetzt muss er den Stachel wegnehmen. Er sagt was ganz anderes. Er sagt, Gott hat den Stachel bei mir gelassen, hat mein Gebet nicht erhört, weil ich es brauche und er will mir beibringen, dass er in meiner Schwachheit mächtig ist. Merkt ihr was? Unterschied alter und neuer Bund. Versteht ihr jetzt, warum man so eine Stelle 2. Mose 15, 26 nicht aus dem Zusammenhang reißen darf? Auch nicht Jesaja 53, 4. Wenn ich mit jemandem lehrmäßig diskutiere, sage ich immer, was sagt die Lehre der Apostel, die Lehrbriefe? Was sagt der Neue Bund? Oder die Lehre Jesu in die Evangelie für die Gemeinde? Immer wenn drüber steht, seine Jünger traten zu ihm, gilt es auch. Und dann letztendlich kommt man zur Ruhe. Aber jetzt ist ja die Frage, wenn das in Matthäus 15 zum Herr Jesus gehört hat, zu seinem Jesaja 53, 4 Auftrag, dass er hier alle geheilt hat und dass er mit dem praktisch bewiesen hat, dass er der Messias ist und alle diese Dinge. Was ist denn jetzt mit uns im Neuen Bund? Wisst ihr, da ist es ganz einfach. Im Neuen Bund hast du im Endeffekt während der Apostelzeit konnte die Apostel heilen wie der Herr Jesus. Sie haben alle geheilt.
oder manchmal alle nicht, manchmal auch nicht alle, aber sie konnten ungeheuer heilen. Und dann kommt was ganz Entscheidendes. Und diese Stelle, die müsst ihr euch merken. Auch wenn es um die Themen geht. Hebräer 2, 3 und 4. Da steht. Die große Errettung. Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt. Er hat gepredigt, er sei denn, dass jemand von neuem geboren wird. Und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, die Apostel, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wem hat er das gegeben? Na, Jesus und der Apostel. Das heißt, auch zur Apostelzeit, Paulus sagt ja, 2. Korinther 12, die Zeichen des Apostels sind geschehen, gewaltigste Zeichen und Wunder, als die Apostelzeit zu Ende geht. Und die Apostelzeit geht zu Ende in Apostelgeschichte 13 und 18, wo das Heil zu der Heide geht. Und dann passiert was ganz Einfaches. Dann gilt Titus 3, 4, dann gelten die ganzen Lehrbriefe und dann ist kranke Heilung so, wie bei Paulus in Korinther 12, ich habe den Herrn gebeten, dass er die Krankheit wegnimmt. Wir können der Herr bitten, Herr nimmt die Krankheit weg. Ist absolut in Ordnung und legitim. Wisst ihr, wenn ich krank bin, ich akzeptiere die nicht. Ich gehe auch zu mir und sage, Herr, nimm die Krankheit weg. Wenn er sie nicht wegnimmt, dann muss man überlegen, warum nimmt er sie nicht weg? Ich bete mir und sage, Herr, ist das Gericht über mich? Dann vergib mir, habe ich einen Fehler gemacht, vergib mir, ist ein teuflischer Angriff, zerschlag ihn. Wisst ihr, ich gehe hin, wenn ich es nicht weiß. Aber ich kann beten und ich erwarte das auch, wenn ich eine Krankheit habe, sage, Herr, nimm die Krankheit von mir, fertig. Können wir machen. Ist absolut erlaubt, von Gott her. Wir können das machen. Doch Lukas 18, erste 8 Verse, dauernd vom Herrn schräg bleiben und sagen, nimm die Krankheit weg. Wenn das im Willen Gottes ist, dann geht die Krankheit weg. Auf einfaches Gebet hin. Wisst ihr, wir haben Dinge erlebt auf einfaches Gebet hin, wo Krebs und alles weggegangen ist. Gigantisch. Es geht. Aber es gibt manchmal, du betest und es geht nicht weg. Warum? Weil vielleicht Gott den Menschen zu sich holen will und die Krankheit dazu benutzt. Das weißt du nicht. Wisst ihr, von daher darf man nie sagen, wenn das Gebet erhört wegen Krankheit, ist er in Ordnung mit Gott. Wenn er das Gebet wegen Krankheit nicht erhört, ist er nicht in Ordnung mit Gott. Das ist Unsinn. Sondern wir haben den Katalog. Darum habe ich auch bei dem Exkurs den ganzen Katalog hier drauf gemacht. Gell? Und jetzt müsst ihr einfach nüchtern sachlich sehen. In der Folgezeit gibt es noch vier Wege. Erstens, 1. Korinther 12, 9. Da steht etwas Interessantes. Man hat immer gesagt, es gibt die Gabe der Krankenheilung. Wisst ihr, jetzt kommen wir wieder zu was ganz Einfachem. Das ist die menschliche Vorstellung. Man hat gesagt, der hat die Gabe der Krankenheilung, da legt die Leute die Hände auf und sie werden gesund. Entschuldigung, aber steht so halt der Bibel nicht so, sondern steht was anderes. Ich lese uns. 9. Einem anderen Glauben in demselben Geist, das ist eine Gnadengabe. Jetzt kommt, einem anderen Gnadengaben, Mehrzahl, der Heilungen. Wisst ihr, was das heißt? Jede Heilung ist, die geschieht, eine Gnadegabe Gottes, eine Gnadegabe der Heilung. Dass der Gott Mensch dazu benutzen kann, okay. Aber es ist ja schon mal eine Gnadegabe. Also ich kann geheilt werden, wenn ich Gott bitte und er gibt mir die Gabe, die Gnadegabe, dass er mich heilt. Das ist gigantisch. Das nächste, Jakobus 5, Salbung mit Öl. Dort heißt ja, wer krank ist, ruft die Ältesten zu sich, sie sollen den Salbung mit Öl, sie sollen ihre Sünde bekennen und dann wird das Gebet des Glaubens, wird den Kranken retten und da steht retten, ausdrücklich. Manche, wenn es nicht ganz klappt, sagen, hey, es wird besser mit ihm werden. Entschuldigung, da steht retten. Retten heißt vollständig. Also da wird entweder passiert was oder es passiert nichts. Und jetzt ist ganz einfach, bei Jakobus 5, bei der Krankenheilung, ist es so, dass im Endeffekt das ein einfaches Zeugnis ist. 2. Korinther 13 sagt, du brauchst zwei Zeugnisse. Wenn zu mir jemand kommt, das ist bei uns passiert, ich habe übrigens eine Ölflasche in meiner Tasche. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich will gesalbt werden durch Jakobus 5, du bist ein Ältester, ich erwarte das von dir, dann sage ich dem grundsätzlich ja. Aber, frage ich ihn, bist du selber sicher, hast du vor Gott ein hundertprozentiges Zeugnis, dass du jetzt gesalbt werden sollst? Dann schicke ich den weg und sage, überleg's dir. Wenn du ganz sicher bist und er kommt wieder und sagt, jawohl, so soll es geschehen. Und dann gehe ich hin, nehme meine zwei Brüder mit Ältesten und dann bewegen wir das vor Gott. Haben wir alle auch das Zeugnis, dann salben wir den. Salben heißt nur, dass du mit Öl ihr an der Stirn einfach einreibst
und betest, und ich garantiere euch, wenn alle Zeugnisse übereinstimmen, dann wird der 100% geheilt. Wenn ein Zeugnis fehlt, dann kannst du machen, was du willst, der wird nicht geheilt. Ich hatte Fälle, hochkarätiger Krebs, ich habe gebetet, ich hatte das Zeugnis, am Schluss ist nichts passiert, der Mann ist gestorben, da bricht er fast zusammen. Dann habe ich nachgeforscht, wieso hat es nicht geklappt, habe ich nachgeforscht, ich war der Einzige, der es geglaubt hat. Damit war es erledigt. Auch der Kranke hat es nicht geglaubt. Aber die Angehörigen, die haben es alle nicht geglaubt. Die haben gesagt, wir haben gedacht, das ist wie so eine letzte Ölung. Entschuldigung. Na, wunderst dich, dass nichts passiert. Dann das andere Mal, Frau, ich hatte schon den Eindruck, kommt nicht mehr zu uns, aber ich hatte den Eindruck, irgendwo war es komisch. Also ich hatte kein so, naja, ich war gespalten, aber ja gut, okay. Wir haben dann mit sie gesagt, nichts passiert. Das nächste Mal kam eine Schwester, interessant, ich hatte volles Zeugnis, die Schwester hatte volles Zeugnis, die Brüder hatten volles Zeugnis. Die hatte eine nasse Augenkrankheit, wo zur Erblindung führt. Wir haben mit ihr gebetet. Die geht, glaube ich, 2 Tage später zum Arzt. Die nasse Augenkrankheit hat sich verwandelt in eine trockene und die wird nicht blind. Gott hat eingegriffen. Wie so ein Jakobus-Fan funktioniert, wenn du das Zeugnis hast. Also nochmal, das persönliche Gebet, die Gnadegabe oder in dem Fall einfach, dass du dich salben lässt, wenn es von Gott her dran ist. Und da gehört auch dazu, das ist jetzt indirekt Jakobus 5,14, dass du letztendlich auch im Endeffekt die Ursache beseitigst. Wenn du zum Beispiel krank bist, weil du beim Mahl, obwohl du zum Beispiel wirklich in Sünde gelebt hast, das Mahl genommen hast, dann musst du halt zum Herrn Jesus gehen und sagen, Herr, vergib mir, dass ich so frech war und das Mahl genommen habe, obwohl ich genau wusste, steht ja, geht halt nicht. Dann reinigt er mich und dann unter Umständen nimmt er die Krankheit weg. Aber manchmal muss ich auch fragen, Herr, warum? Vielleicht will er mir zeigen, wie ich ihm anderen helfen kann. Tausend Möglichkeiten. Gut, und dann zum Schluss, Prediger 3, alles hat seine Zeit. Vor Gott hat alles seine Zeit. Ich bin Sklave Jesu Christi, er bestimmt, was bei mir dran ist. Wenn man das akzeptiert, dann sieht das Leben ganz anders aus. Römer 12,1, im Endeffekt muss ich als Ganzopfer mir Jesus auf den Altar legen und dann tut er mit mir letztendlich was, was ihm richtig ist. Das heißt, wir sind letztendlich Abhängige von ihm. Jetzt zu unserem Text. Sie legten sie zu Jesu Füßen und er heilte sie. Und da siehst du, sie sind vollkommen geheilt worden. Mir war es ganz wichtig. Also wenn ich jetzt sowas lese, dann muss der erste Gedanke muss sein, wo steht es? Matthäus. Was ist Matthäus? Galater 4. Mosaisches Gesetz. 1. Korinther 1,22, die Juden wollen die Zeichen, Jesaja 53,4, das hat zum Auftrag Jesu gehört. Er musste als Messias diese ganzen Zeichen und Wunder tun. Wo bin ich? Ich gehöre zur Apostelgeschichte 2,1 und danach. Jetzt muss ich einfach hingehen und sagen, gut, okay, wunderbar, ich lese das, bin hoch erbaut, wie hier Gott sein Wort erfüllt, wie das alles wunderbar ist, wie er anzeigt, er geht auf den Berg, Offenbarung Gottes, wie er sich setzt, wie er dann die Kranke heilt. Aber dann kommt der nächste Punkt, ich muss jetzt einfach hingehen und sagen, gut, für mich gelten aber diese 4 Wege. Wenn ich jetzt Krankheit ein Problem, muss ich diese 4 Wege gehen und dann akzeptiere, dass Gott tut, was er will. Und damit ist eigentlich angesagt, dass Ruhe und Friede in mein Herz kommt. Aber gell, man darf sich auch vom Teufel nicht abhalten lassen, wenn man krank ist, wirklich zu Jesus zu gehen, zu erwarten, sage, Herr, du kannst mich heilen, bitte heil mich. Gehört auch dazu. Man darf da nicht überfromm sein und sagen, oh, ich brauche das. Gell? Vorsicht. Wenn der Herr sagt, du brauchst das, ist es okay. Wenn du sagst, du brauchst das, glaube ich nicht so gut. Also von daher muss man einfach hier biblisch sauber handeln. Man tritt jetzt auch etwas, worum es wichtig ist, auch ein Buch wie das Matthäus-Evangelium, das voll unter mosaische Gesetz spielt, durchzunehmen, aus einem ganz einfachen Grund, dass man die heilsgeschichtlichen Dinge lernt. Die lernt schon nämlich in Matthäus perfekt. Das ist mit das perfekteste Buch, wo du diese Dinge lernst. Ich möchte beten. Hey Jesus, wir danken dir. Du bist der große Erlöser. Du bist gekommen, uns von der Sünde zu retten. Und du hast deinem Volk diese Zeichen gegeben, die es wollte. Du hast Jesaja 53,4 vollständig erfüllt. Und du bist auch heute in der Lage, jeden zu heilen. Du bist auf den Berg gegangen, du hast dich uns geoffenbart und wir haben die herrliche Offenbarung in deinem geschriebenen Wort, wo wir alles nachlesen können. Wir haben die Offenbarung, wo du uns dieses vollkommene Opfer zur vollen Wirksamkeit bringen willst. Du zeigst uns, dass noch Geist, Seele und Leib 3 verschiedene Wege sind, wie du uns diese Erlösung nahebringst. Und wir beten dich dafür an.
Und müssen einfach auch akzeptieren, dass die Auferstehung des Lebens, so wie es auch beim barmherzigen Samariter war, der letzte Denar erst bezahlt wird, wenn letztendlich du zurückkommst, wenn unser Körper aufersteht. Und jetzt gib uns einfach Gnade, auch wirklich vor dir zu leben, unsere Herzen dir auf den Altar zu legen und dann auch notfalls, wenn es sein muss, einfach von dir von ganzem Herzen zu erbitten, dass du eingreifst in unsere Krankheitsnot, aber auch zu akzeptieren, wenn du einen anderen Weg für uns hast.